Klimavorsorge und Klimaanpassung sind zentrale Aufgaben unserer Zeit. Das hat uns auch die Flutkatastrophe im letzten Sommer sehr deutlich gezeigt. Mit dem neu aufgelegten Bundespreis Blauer Kompass zeichnen Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt die besten Projekte zur Vorsorge und Anpassung an die Folgen der Klimakrise aus. Jetzt auch Projekte von Kommunen. Ihre Ideen und Projekte, etwa zum Schutz vor Starkregen, vor Hitze oder Dürre, können Vorbild sein, um Deutschland auch für künftige Generationen klimafester zu machen. Ich freue mich, wenn Sie sich bewerben. Beim Bundespreis Blauer Kompass geht es um Klimaanpassung in Deutschland. Wir wollen in diesem Themenfeld vorankommen. Ob Initiativen auf der kommunalen Ebene gegen Starkregen, ob Initiativen von Unternehmen für Anpassung im Unternehmen, ob Ausbildungsinitiativen und Ausbildungsmodule für resilientes Bauen in unseren Städten. Schicken Sie uns Ihre Ideen, wir brauchen Ihre Kreativität. Lassen Sie uns wissen, wie Sie Klimaanpassungen in Deutschland voranbringen würden. Mitzumachen lohnt sich. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert. Wir werden Kurzfilme über alle Projektpreisträger drehen. Wir werden Sichtbarkeit und Öffentlichkeit für Ihre Kreativität und Ihre Projekte schaffen. Bitte bewerben Sie sich für den Bundespreis bis zum 25. März diesen Jahres unter uba.de/blauerkompass.